Schönen guten Abend, liebe Bobada. Ich habe mich gestern mal wieder ziemlich ärgern müssen, weil hier seit langem, wie auch sonst in der großen Politik, einige Probleme einfach vor sich hergeschoben werden, und zwar das Thema Tauben, Stadttauben. Es ist trotz des Beschlusses des Ortsbeirates nachfolgend nichts passiert. Es konnte seitens der Stadt meines Wissens nach kein antiquarer Ort gefunden werden, an dem man einen Taubenschlag unterbringen könnte. Klappe zu, Affe tot. Damit ist das Thema für die Stadt Boppard beendet. Also keine Unterstützung für die Taubenhilfe, für die Ehrenamtlichen, die sich gerne einsetzen würden, das Stadtbild von kranken und geschwächten Tieren zu befreien, von lästigem Kot und damit einhergehenden Schäden. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann auch irgendwie nicht nachvollziehen, dass auf dieser großen Grundfläche, also auf diesem großen Raum, den die Stadt Boppard selbst besitzt, nicht ein kleines Plätzchen für die Stadttauben gefunden werden kann. Und tja, seht selbst, was gestern hier so passiert ist. Ja, schönen guten Morgen, liebe Boba da. Viel wurde geredet, wenig ist passiert. Ich habe heute Morgen hier in der Steinstraße mal wieder eine kranke, geschwächte Taube aufgefunden, die dort nach Futter gesucht hat und so kraftlos war, dass sie noch nicht mal vor mir wegfliegen konnte. Ich habe sie dann eingesammelt und werde sie gleich zu dem Lothar und dem Petra von der Stadttaubenhilfe Boppard bringen. Familie Engel aus Sangoafellen, die kümmern sich ja hier bei uns um Tauben. Und ich hoffe dann, dass die es schaffen, dem Tier zu helfen. Kurzen Blick in den Karton. Ich hoffe, es geht ihm noch gut. Ich habe ihm eben ein bisschen Futter und Wasser angeboten und mehr kann ich leider nicht tun. So, liebe Bobberner, ich bin jetzt hier bei dem Lothar Engel in Sangoafellen. Der hat das Tier schon entgegengenommen und guckt jetzt mal, wie wir dem helfen können. Es hat ja leider im Bobberner Stadtrat immer noch keine Lösung dafür gefunden, wie wir uns das gewünscht hätten, so dass denn auch in Koblenz funktioniert, dass wir da einen Taubenschlag errichten können, um die Tiere wirklich artgerecht vor Ort zu ernähren. Und das ist natürlich auch mit das größte Problem. Die Tiere sind halt wirklich dem Menschen gewöhnt, haben Bezug zu dem und brauchen dessen Unterstützung. Es sind Körnerfresser. Sie finden keine artgerechte Nahrung in der Stadt. Ja, das Resultat sehen wir hier. Wir finden immer wieder in der Stadt geschwächte Tiere. Und dann versuchen wir euch das Tierchen nochmal zu zeigen. Aber der scheint wohl Hunger zu haben. Ja. Ist noch eine. Ja, ich würde mal sagen, jugendlich. Er hat noch ein bisschen gelben Flaum, aber nicht mehr so viel. Ich habe die gestern Morgen schon gesehen, aber da konntest du noch wegfliegen. Aber heute Morgen konntest du dich nicht mal mehr von mir in Sicherheit bringen. So, liebe Bobada, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Also die Taube ist beim Lothar und bei der Petra in Sangoa. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Sie ist halt total entkräftet, wird jetzt mal artgerecht ernährt und geht dann wahrscheinlich nach Koblenz zur Stadttaubenhilfe, weil dort wohl noch ein Plätzchen frei ist, wo wir die Taube unterbringen können. Und tja, wenn ihr in Zukunft irgendwo in Boppard in der Stadt hilflose kranke oder geschwächte Tauben findet oder seht, dann könnt ihr euch gerne an die Stadttaubenhilfe, an den Lothar und die Petra Engel in Sangoafellen wenden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Tier selbst zu sichern, ist es natürlich das Beste. Dann braucht das Tier nicht in der Gefahrenzone bleiben. Dann tut das, seid ihr damit nicht so bewandt, habt sonst keine Hilfe, dann wendet euch direkt an die Stadttaubenhilfe und dann wird euch geholfen. So, das war's für heute. Ich hoffe doch, dass der Stadtrat, die Stadt Boppard, sich nochmal mit diesem Thema, mit dem Taubenproblem befassen kann, weil, wie ihr alle wisst, wenn die Tiere artgerecht ernährt werden, sprich mit Körnern, und wenn man denen einen Nistplatz anbietet, an dem man auch die Population dann kontrollieren kann, indem man halt die gelegten Eier durch künstliche Eier ersetzt, dann ist schon viel gewonnen und dann kann auf Dauer auch diese Population verringert werden. Aber wenn wir die Tiere sich selbst überlassen und es sind halt immer wieder welche, die diese zufüttern, dann können die, ich habe von einem Taubenfachmann gehört, 5, 6, 7 Mal im Jahr brüten. Und was das dann zur Folge hat, ja, das kann sich dann jeder selber ausmalen. Also lasst uns das Thema doch in Boppard nochmal angehen
Unterstützt uns dabei, wendet euch an die Stadt, wendet euch, ich sag mal, nach dem Donnerstag an den neuen Bürgermeister, den Jörg Hasenheyer. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass auch er ein offenes Ohr dafür hat und uns da unterstützt, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, liked und abonniert uns auf YouTube oder Facebook. Und wenn ihr an unsere Videos erinnert werden möchtet, müsst ihr nur unten die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Frank.